Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Bodies Personal Training. Heute wieder einmal mit dem heiß geliebten TRX. Ich weiss, ihr liebt die Videos und darum machen wir einmal mehr eins. Und zwar machen wir heute eins zum Thema Oberschenkel und Füdli, dass ihr so richtig straffen könnt. Wir haben den Vorteil mit dem TRX, ihr arbeitet vor allem mit eurem eigenen Körpergewicht. Und das ist genau das, was wir Frauen doch wollen, dass es so richtig schön definierte, feine Muskeln gibt. Und das, was wir heute machen, sind immer 40 Sekunden mit 20 Sekunden Pause. Und wir machen insgesamt 10 Übungen, das heisst, wir sind 10 Minuten dran und dann ist es schon durch. Also, wir machen uns gerade parat für die erste Übung. Ich muss mal schnell den Timer einstellen. Und zwar hängen wir ein Bein in beide TRX-Schlaufen rein, kommen in einen Ausfallschritt und kommen dann bestenfalls hoch. Ich starte da gerade mal. Also entweder tief kommen und aufstehen oder wenn ihr mögt, pumpen. Gut. Und los. Es sind nur 40 Sekunden. Also probieren, alles rausholen. Das hintere Bein ist richtig in der Dehnung rein. Genau. Und ihr arbeitet über das vordere. Sehr gut. Ich kann nicht zu fest zu euch schauen, sonst haut es mich hier um. Wenn ihr nicht mehr mögt, einfach hoch und tief. Völlig euch überlassen. Letzte paar. Gut. Wir tun den Fuß wechseln. Einfach hinten ausfädeln. Mit dem anderen Fuß drin. Gut durchschnaufen. Achtet euch auch darauf, dass ihr wirklich während der Übung auch bei jeder Wiederholung schnaufen könnt. Gut, also kommen wir genug weit nach hinten und rauf. Genau. Probieren einen grossen Schritt machen. Das eine Bein ist immer etwas schwieriger als das andere, aber das schaffen wir schon. Genau. Schnaufen. Ausschnaufen. Sehr gut. Gut. Wir hängen aus. Anliegen. Kommen mit einem Fuß rein. Ich könnt auch ganz einfädeln. Das ist euch überlassen. Mit dem oberen Einfädeln, hier im Plank abstützen, Bein strecken, hochkommen und wenn ihr mögt, kommen wir mit dem hoch und tief. Genau. Ganz eine kleine Bewegung. Wenn es nicht mehr gehen sollte, kommen wir so und einfach hoch und tief. Oder bleiben. Aber probieren. Hier noch zu bewegen. Gut. Dranbleiben. Ich weiss schon, dass es zieht. Oh. Mir zieht es auch. Oh mein Gott. Da mit innen Schenkel drin. He? Einfach, dass wir es wissen. Gut. Wir kommen auf die andere Seite. Wieder ganz ausfädeln. Ich drehe euch schnell den Rücken dazu. Sorry für das. Sehen es wenigstens von jeder Perspektive. Oh, gut. Also abstützen, hoch und das Beste probieren rausholen. Genau. Körperspannung. Super. Wenn ihr nicht mehr mögt, schnell Pause. Und wieder weiter. Hälfte haben wir schon. Gut. Dann bleiben wir
gerade am Boden. Und ihr kommt mit den Fersen in die Schlaufe hinein. Wir kommen von da aus hoch und drinnen strecken wir die Beine noch. Zeigt es euch gleich. Hoch, tief, aber nicht den Boden berühren. Beine strecken. Anziehen, hoch, tief, Beine strecken. Gut. Probieren einfach immer das gleiche Tempo fahren. Und wenn ihr das Füdli anhebt, bleibt der Rippenbogen tief. He? Nur Hüfte nur. Nicht aus dem Rücken raus arbeiten. Wir haben es schon gleich. Durchziehen. Gut. So, Hälfte haben wir. Wir machen stehend weiter. Und zwar kommen wir mit einem Fuß entweder in Beine oder in eine Schlaufe rein. Ihr könnt ganz eingehen und ein bisschen seitlich kommen, die Zehen nach außen drehen und wir kommen tief und wieder hoch. Passt auf, dass ihr nur so tief runtergeht, dass ihr auch wieder hoch hochkommt. Also nicht überschätzen. Und schaut wirklich, dass ihr die Zehen nach außen habt, dass ihr hier wieder hochkommt und dass wir an den Innenschenkel arbeiten. He? Genau. Super. Gut. Andere Seite. Ausfädeln. Oh mein Gott. Oh. Schaut darauf, dass ihr wirklich absitzt mit dem Füdli. So sehen wir es jetzt gerade noch ein bisschen besser. Zehen nach außen. Gut. Und jetzt schaut ihr mal schnell zu. Ich komme hier tief und mache nicht einfach so, sondern wirklich tief runter und wieder runter. Genau. Sehr gut. Dran bleiben, die Hälfte haben wir. Gut schnaufen. Ohne Pause probieren. Im Rhythmus bleiben. Gut. Wir halten wieder aus. Sind vorsichtig. Ja? Nicht, dass ihr umfällt. Wir kommen jetzt mit den Füßen oder wir sind jetzt mit den Fersen wieder rein. Stützen uns auf den unteren Arm ab, Gesäß hoch, auseinander und zusammen. Schauen, dass ihr mit dem Füdli hier oben bleibt und dass ihr nicht irgendetwas macht, dass ihr da jedes Mal wieder runterkommt, sondern wirklich Füdli in die Luft. Genau, ruhig schnaufen. Es sind noch 12. Schaffen wir. 4, 3, 2, 1. Gut, super. Dann kommen wir noch in die letzten 2. Und zwar kommen wir in einen Ausfallschritt an. Ich könnte das T-Rex mit beiden Händen heben. Kommen in einen Ausfallschritt und mit dem Knie drauf. Ich drehe euch noch etwas abdrehen. Gut, also wir kommen mit links hinten und drauf. Genau. Einfach in eurem Tempo. Wenn ihr schneller mögt, machen wir schneller. Völlig euch überlassen. He? Aber einfach das Tempo beibehalten. Genau. Kommen wir tief runter mit dem Knie. Noch 6 Sekunden. Gut. Seite wechseln.
Sekunden. Fuß verankern und machen einen Schritt nach hinten. Okay? Okay. Lang tief schnaufen. Und los. Schritt und durch. Genau. Achtet euch darauf, dass ihr einen grossen Schritt macht, dann ihr hier wirklich das Gesäß drin, das arbeiten tut. Und auch hier wieder, bei jeder Wiederholung, schnaufen. Vergesst das nicht, ihr verschenkt zu viel Energie. Genau. Können wir die Knie hochziehen. Keine halbe Sache. Noch 3, 2, 1. Gut! Puh. Wir haben es geschafft, Leute. Oh. 10 Minuten. Ich glänze schon wieder. Man könnte meinen, es war weiss nicht was. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht, zu mitmachen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Ich könnt auch gerne dem Kanal folgen, oder besser gesagt meinem Kanal. Dann seht ihr immer wieder, wenn ein neues Video kommt. Sonst danke ich euch vielmals fürs Mitmachen. Es hat übrigens recht viel, so 10-Minuten Videos. Also wenn es euch jetzt noch zu wenig streng ist, dann macht einfach noch so eins. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!